und damit, wie schon vorhin angekündigt, willkommen beim neuen Let's Play am Wochenende. Und zwar zu The Ark Survival Evolved. Das ganze Ding ist ja, wie ihr schon aus dem Let's Show von gestern kennt, noch in der... Ich muss ja leiser machen, das ist so mega laut alles heute. Ach, das ist besser. Ist ja noch in der Preview-Phase rechts oben. Sehen wir das ja so ein bisschen, ne? Wir könnten irgendwo beitreten, kann ich jetzt nicht so empfehlen, weil ich möchte ein bisschen spielen und überleben. Das heißt, wir machen das Ganze hier so. Was wir mal machen, was ist schon eingestellt? Ah, okay. 1,6, ja, dass die Nacht ein bisschen schneller vergeht. Komm, wir machen das mal auf 2. Wobei 1,9 ist, glaube ich, okay. Man kann ja noch allerhand Einstellungen machen. Man könnte auch später sagen, okay, wir hosten hier Non-Dedicated Player Session. Aber wir spielen das erstmal nur allein. Wir können das ja immer noch machen, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Und nach diesen ganzen Schwierigkeiten, die wir gestern haben, kam dann danach, nachdem ich es dann doch gekauft habe, der große Aha-Effekt. Ja, die Sache ist bei dem Spiel, so richtig Hintergrundstory habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Interessiert mich auch noch nicht so großartig. Ich werde mich im Laufe des Displays mit euch zusammen da ein bisschen mehr beschäftigen. Werde das alles auf mich drauf zukommen lassen. Und muss sagen, es ist verdammt schwer zu überleben. Echt mega, mega schwer. Ich habe elendig viele Anläufe gebraucht mit meinem Charakter jetzt, bis ich da es halbwegs geschafft habe, mal ein paar Stunden zu überleben. Und bin jetzt so weit, dass ich zumindest kleine Dinosaurier töten kann. Aber auch nur, wenn ich nur einen davon treffe und auch nur, wenn ich viel Glück habe. Es ist echt, also, holla die Waldfee. Letztendlich, womit fängt das Ganze an? Wir entweder als er oder als sie komplett nur mit einem Lendenschurz bekleidet wachen auf irgendeiner, in irgendeinem Dinosaurier-Habitat auf. Das Ganze ist, so wie ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, 48 Quadratkilometer groß, wobei 12 Quadratkilometer davon Wasser sind, das heißt relativ viel Land, das sehen wir auch da rechts oben. Es kommt gar nicht so groß rüber, wenn man das so sieht, aber wenn man rumläuft und dann auf seine Karte guckt, wie wenig man davon erkundet hat in der ganzen Zeit, dann ist das doch schon ganz schön viel. So, wie sieht eigentlich die Female aus? Ne, wir bleiben hier mal. So, ein bisschen heller. So, also bleich. Ja, so schokobraun möchte ich eigentlich. Nee. Ja, so ist okay. So. Nacken, der hat immer Nacken, ne? Ja, machen wir diesmal ein bisschen besser als letztes Mal. Nackenlänge. Ja, ein bisschen kürzer. So. So, Schultern, genau. Hüfte. Ja, das haben wir so. Ja. Ein bisschen höher. Ich kann ja mal drehen. Das sieht ja echt übel aus. Warte mal. Das kannst du ja keinem zeigen. Alter Schwede. So. Warte mal hier. Eins zurücknehmen, genau. Sieht besser aus. So. Genau, ich denke, das geht. So, Länge der Beine finde ich eigentlich einen Ticken länger, kann es auch sein. Ein bisschen muskulöser das Ganze. Aber wir könnten hier natürlich auch als Dehnbrecher machen oder hier so ganz dürr. Ja, eigentlich sind wir aus der Gefangenschaft gekommen, ne? Das heißt. Ja, vielleicht so ein bisschen, ja, so. Füße. Ja, wir machen das jetzt halt mal vernünftig, ne? So. Das ist ein bisschen. Armlänge finde ich okay. Hand könnte noch ein bisschen kleiner sein. So. Ja, so ein kleiner gedrungener Kopf, ne? Ja, ja. Okay, wir könnten hier noch Conehead-mäßig machen. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Ja, so. Ein bisschen steinzeitmäßig. So. Können es auch klein machen. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Wobei ich muss sagen, so Knatter-Kongo-mäßig war das eigentlich. Oh, okay, das hat auch was. So, das ist schon okay. Ja, ein bisschen flach machen, genau. Augenfarbe lassen wir mal so. Ich hätte gerne eine andere Frisur, aber es geht nicht.
Ja, machen wir das. Oder? Ach komm. Ja, so. So, gut. Wir nennen den natürlich jetzt nicht Bob. Das hatten wir gestern. Wir nennen den... Wie nennen wir ihn denn? Das ist einer meiner Lieblingsnamen für irgendwelche Charaktere, wenn ich dann ein Spiel spiele. Das ist eigentlich immer der hier. So. Das Ganze gucken. Wir starten in Easy 1. Puh. Wir können aber legen. Wir können Easy 1 nehmen. Medium, Hard und so weiter hat gar keinen Sinn. Das heißt, Download Ark Survivor. Achso, das wäre jetzt, wenn ich den irgendwo anders erstellt habe. Achso. So, wollen wir ihn erstellen. Dann geht's los und leckt erstmal so ein bisschen fröhlich vor sich hin. Kennen wir ja schon. Wahrscheinlich sterben wir auch dafür. Übrigens, weil ich mich also mit Grafik ein bisschen beschwert hatte, ja, ist das wirklich so? Die Grafikeinstellungen sind hier nicht die größten. Liegt daran, im PC wäre das nur Mittel. Und da hinten diese kleinen, diese Viecher machen einen mega platt. Ich weiß auch nicht, was die gefressen haben. Da könnte man sich ansiedeln. Ah, die sind mir zu nah dran, ey, das ist das Problem. Sind irgendwelche Piranha-Fische oder so? Ne, ich kann gerade keinen sehen. Boah, sehr geil. Also hier wurde schon so auf dem Wasser gefressen. Übrigens, dieses grüne Zeug mit diesen Lichtern, muss ich auch nochmal recherchieren, was das ist. Weil ich bin mal da hingerannt zu einem. Ich habe das mal geschafft. Und... Oh, es ist warm. Okay. Ja, warm ist nicht so schlimm. Und durfte dann feststellen... schön, ja. Durfte dann feststellen, dass eigentlich nur so ein grüner Lichtstrahl ist, der eigentlich nichts macht. So, nehmen wir hier die ganze Sache mit. Übrigens, am Anfang sind wir nur Opfer. Ne? Also wir sind generell eigentlich die ganzen Leute über nur Opfer. So, ich hoffe, ich habe genug. So, hier sieht es zumindest ganz friedlich aus. Und am besten ist es immer, habe ich jetzt festgestellt, wenn ihr euch eine Ecke sucht, wo viele Pflanzenfresser sind. Was genau Pflanzenfresser sind, das werdet ihr schnell rausfinden, weil das sind die, die euch nicht angreifen. Beziehungsweise, oder ihr seid zu kleine Happen. So. Hauptsache ich bekomme Fieber. Dieses Zeug, das brauche ich am meisten. Gut. Wir sind Level, keine Ahnung was, schlag mich tot. Wir sehen da rechts, wir leveln allgemein auf. Wir bekommen ganz, ganz langsam nach und nach Erfahrungspunkte. Aber mega langsam. Eigentlich kann man am schnellsten aufleveln, wenn man irgendwas baut, craftet halt, ne? Das zeigen wir jetzt mal. So, machen wir hier ganz normale Spitzhacke. So, jetzt haben wir da 3,1. Geht langsam weiter. So, jetzt haben wir ganz hoch gemacht, ne? Ja, normal. So, hier ein schnell Inventar packen. Das heißt, da habe ich das Ding jetzt. Genau, dann bekomme ich Feuerstein, also Flint. Brauchen wir auch. Oh, ganz schön viel. Ja, Stein auch wichtig. Man sieht, man kann sehr lange auf sowas rumhacken. Bitte nicht angreifen. Man kann die übrigens alle reiten, ne? Also man kann auch T-Rex und so zähmen. Holz und sowas. Erstmal ganz, ganz viel Ressourcen sammeln. So, dann haben wir das Level. Sehr schön. Und durch Ressourcenabbau und so weiter kriegt man halt auch Erfahrungspunkte. Zwar nicht so viel, aber es geht. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind immer noch ohne Klamotten. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Lebensenergie. So, und was brauchen wir noch? Let's gucken. Eine Axt wäre ganz geil. Halt, warte. Wir machen mal hier das Fundament. Dass ich schon mal das machen kann. Dann eine Hose wäre, glaube ich, ganz gut, ne? Ja.
Na, wer hat gekackt? Wir waren es nicht. Gut, dann war es der Dinosaurier. Okay, mal craften. Na, die Hose geht noch nicht. Was brauchen wir da noch? Fieber. Ja, das ist ja das, was wir ständig brauchen. Ne? Da müssen wir die ganze Zeit diese Büsche dann entsprechend für abernten. Wir sehen es, da bekommt man das dann von. Oh, ich finde es immer so gefährlich hier. Weil in diesen, ich sag mal, also in der Nähe von diesem Dschungel, der dann hier so anfängt, ne, also außerhalb des Strands, da leben die richtig gefährlichen Viecher. Da traue ich mich auch noch nicht hin. Da werde ich mich auch lange, lange Zeit nicht hintrauen. Übrigens sind die Sorge ja sehr, sehr schön gemacht. Bloß halt das Grisselige auf die Entfernung und alles, das könnte man nochmal ändern. Also auf jeden Fall gibt es Konsolenspiele, die geiler aussehen und mehr Details bieten. Ne? Siehe andere Open-World-Spiele. The Witcher 3 zum Beispiel. Also ich denke, da sollte noch was gehen bis zur Finalversion. Wobei halt auch nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, ein Splitscreen für die Konsole kommen soll. Und da sehe ich ein bisschen ein Problem, denn bisher leckt es ja sogar hier teilweise. Ne? Framerate-Einbrüche. Da müssen wir mal gucken, was sie sich noch so einfallen lassen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie man die Perspektive umstellt. Weil anscheinend kann man wohl in der dritten Perspektive spielen. Wir können mal kurz gucken in dem Game Guide. Aber bisher ist mir da noch nichts aufgefallen. Und ich habe es deaktiviert, das kann auch sein. Nee, Third Person Allowed. Tja, wie man das dann einstellt. Controls. Tja, keine Ahnung. Achso, halt, warte. Da war Seite 2. Aha. Ach du Schande. Okay. Das hat mich jetzt auch nicht so weitergebracht. Hier kann man übrigens ein bisschen was nachlesen. Ganz hilfreich für den Anfang, wenn man sich das nicht alles mühsam selbst ausdenken möchte. Ist das ein Triceratops da hinten? Oh, wie geil. Wie geil. Du musst mal in die Richtung rennen. Ihr seht, man kann stundenlang aufschlagen. Oh, genial. You killed a Trilob. Genau. Jetzt können wir Panzerung und sowas machen. Das müsste hier relativ weit unten kommen. Genau, da ist es. Sehr schön. Wo ist er jetzt hin? Da ist er. Chiti. Wunderbar. Die können wir gerne öfters finden. Allerdings muss ich sagen, ich lebe schon eine Weile am Strand und ich finde die recht selten nur. Weil das sind die einfachsten Gegner, weil die werden sich gar nicht. Und so ähnlich wie so ein Dodo zum Beispiel. So. Relativ viele von euch, ne? Können doch gerne hier in der Nähe bleiben, aber die streifen sowieso die ganze Zeit durch die Gegend von A nach B und so weiter. Ein bisschen problematisch. Ich will dir nichts. Ich tue dir nichts und du tust mir auch nichts, okay? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, mal ein bisschen craften, würde ich sagen. Müssen eh aufleveln. So, mal die Hose, genau. Man kann nicht die ganze Zeit nur in Unterhose rumlatschen. Und dann machen wir Fundament. Ah, einmal geht anscheinend, okay. So, hier haben wir die Hose. Und hier rechts sehen wir es, hier kann man es dann anziehen. Hä? Ach, jetzt geht's, okay. Ja, schon relativ komfortable Hose, ne? Für dafür, dass wir nichts hatten. Ist das schon ganz okay. So. Jetzt habe ich natürlich nichts anderes. Ne? Ich könnte jetzt schon anfangen, irgendwo ein Häuschen zu bauen. Ist aber Schwachsinn. Muss man ganz ehrlich sagen. Macht zu dem Zeitpunkt null Sinn. Ein Raptor oder sowas. Kacke, Mann. Es regnet. Scheiße. Also so ein Raptor können wir gar nicht gebrauchen. Fuck, der macht uns in 0, nichts platt. Ich habe es erstmal. Also hier schön farmen, ne? Mist, ey. Übrigens, man muss ja essen und trinken und so.
Ja, trinken relativ simpel. Man geht einfach hier ins Wasser, trinkt was, fertig. So. Was ist da hinten? Das ist doch ein Triceratops. Lass dieses grüne Licht. Ich habe echt keine Ahnung, was das bewirkt. Und ich muss schnell aufleveln, um eine Wende herzukriegen. Fieber und so habe ich genug. Also so ein Raptor, da habe ich null Chance. Also nicht mal ansatzweise irgendwie. Ich habe das einmal gemacht, dass ich mich nur auf eine Insel zurückgezogen habe. Und da die Nacht verbracht habe, weil ich hinschwimmen konnte. Ich renne mal zu meinem Freund da hinten. So, mein Kumpel, der kann mich ja nicht allein lassen hier. Man findet aber auch sonst nichts, ne? Also nur diese Ressourcen hier. Sonst findest du halt nichts. Hat der den Raptor da hinten jetzt platt gemacht oder nicht? Na, gute Frage, ne? Wie viel brauchen wir noch? Na komm, wir brauchen eh ein Fundament. Was brauche ich da eigentlich alles Schönes? Wood. Okay. Wood, Wood, Wood. Dann hacken wir nochmal Holz. Ich muss da eh gleich das Level-Up haben. Und Holz. Okay. Kacke, Mann. Wir können zum Glück unsere Sachen reparieren. Wir brauchen nicht jedes Mal irgendwie neue Sachen uns zulegen. Aber wir sehen, das kostet halt, ne? Wie viele habe ich denn jetzt wieder für Fundamente? Zwei Stück. Ja, zwei Stück reicht erstmal. Zwei Stück. Ja, muss reichen. Das müsste erstmal ausreichen, dass wir da genug Platz haben, ohne es drin zu verkriechen. Oh, ja. Weil die erste Nacht ist echt das Heftigste, ne? Ich weiß gar nicht, was Höhlen gibt es, glaube ich, auch, ne? Ich glaube, ich habe das gesehen. Ach, so, Entschuldigung. Der Schnupfen. Ach, ätzend. Ich versuche das extra zu unterdrücken, dass es nicht zu heftig wird. So, oh, wir sind Level up. Sehr schön. Ich glaube, es war wirklich bei dunkel. Kacke. Da ist irgendwas gelandet, hä? So. Sagen mehr Lebensenergie auf jeden Fall. So, und jetzt brauche ich. Ja, schwierig. Ich brauche auch das. Mist. Also ich brauche das, das und das. Ah, sehr schön. Bis auf dem Dach haben wir jetzt dann alles. Da ist ein Assel wieder, glaube ich. Boah, der ist 24. Hier hat nicht was dabei gehabt. Scheiße, Mann. Der hat mich nicht gesehen, oder? Nee. Der wird von dem toten Körper abgelenkt. Ach, Gott sei Dank. Ich möchte da jetzt gerne mal hin. Ich will wissen, was das ist. Kann ich das hier auch mitnehmen? Na gut, ich war nur da, als dieser Lichtstrahl da war, aber noch nicht, als da irgendwas runtergefahren war. Mist. Was zur Hölle ist das?